Wie viel Geld hat Herbert Grönemeyer? Herbert Grönemeyer ist einer der erfolgreichsten Musiker Deutschlands. Nicht umsonst beläuft sich sein Vermögen im zweistelligen Millionenbereich. Pro Jahr sollen weitere 2 Millionen Euro brutto an Einkommen hinzukommen. Dieser Mann hat es tatsächlich geschafft, sich mit allen seinen deutschsprachigen Alben ab dem Jahr 1984 die Pole-Position der Charts zu sichern. Das muss der lebenden Musiklegende erst einmal jemand nachmachen. Mensch war das bisher erfolgreichste Album des Künstlers. Immerhin 3,7 Millionen Kopien dieser LP konnte der Star verkaufen. 3,15 Millionen dieser CDs gingen in Deutschland über die Ladentheke. Seit dem Jahr 1975 gab es kein anderes Album, welches sich hierzulande so häufig verkauft hat. Das geschätzte Vermögen von Herbert Grönemeyer beträgt 18 Millionen Euro. Erfolgreicher deutscher Sänger. Einkommen von Herbert Grönemeyer. Außerdem gilt Herbert Grönemeyer als kommerziell erfolgreichster, zeitgenössischer Musiker in ganz Deutschland. Mit Andrea Berg, Helene Fischer AMP, Co. zählt er zu den beliebtesten deutschen Sängern. Schließlich haben seine Fans bereits 17 Millionen seiner Alben konsumiert. Dabei weiß der Sänger seinen Star-Status durchaus auch für den guten Zweck zu nutzen. Im Jahr 1985 rief er das Projekt Band für Afrika ins Leben. Die erste Single des Gemeinschaftsprojekts, Nackt im Wind, schaffte es in ihrem Erscheinungsjahr, 1985, immerhin auf den dritten Platz der deutschen Charts. Ebenso hat Grönemeyer bereits seine Stimme gegen Armut genutzt und ist bei zahlreichen Musikfestivals und Konzerten für den guten Zweck aufgetreten. Die ARD hat diesem Mann nicht umsonst bereits zweimal eine Dokumentation namens Deutschland, deine Künstler, Herbert Grönemeyer gewidmet, wobei die Sendungen 2008 und 2016 ausgestrahlt wurden. A Most Wanted Man aus dem Jahr 2014 war hingegen der letzte Spielfilm, in dem das deutsche Multitalent aus Göttingen zu sehen war. Ob Bildbänder oder Biografien, dieser Erfolgssänger fasziniert einfach. Karriere-Highlights von Herbert Grönemeyer. Bereits im Jahr 2000 hat der Sänger und Songwriter die 1Live-Krone für sein Lebenswerk erhalten. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal für mehr Videos und lasst einen Daumen hoch da. Bis zum nächsten Video.